Jetzt gehen wir ans Eingemachte, an die Herleitung, an die Begründung des Naturrechts. Wir zeigen, dass es ein Recht gibt, das nur nach den Regeln der Vernunft hergeleitet wird und das universell für alle gültig ist, unabhängig von irgendeiner menschlichen Zustimmung. Ein kurzes Vorwort zum Thema Wissenschaftlichkeit. Wissenschaftlich korrekt ist eine Behauptung dann, eine These dann, wenn die Prämissen, also die Grundaussagen, von denen sich alle anderen Aussagen ableiten, richtig, also wahr sind. Wenn dann die daraus abgeleiteten Herleitungen ebenfalls keinen Fehler beinhalten, dann müssen auch die daraus resultierenden Schlussfolgerungen wahr sein. Und so nebenbei muss auch klar sein, worüber überhaupt gesprochen wird, sprich, wir müssen das, worüber wir reden, genau definieren. Die Prämissen, die das Naturrecht begründen, sind folgende. Es gibt Eigentum und jeder ist alleiniger Eigentümer des eigenen Körpers. Das Bestimmen von Recht ist zwingend notwendig und es ist die erste Aufgabe des Rechts, der Konfliktvermeidung dienlich zu sein. Es gibt dann noch weitere Prämissen, die allerdings derart fundamental sind, dass sie nur in ganz seltenen und meistens nur gedanklich erschaffenen Fragefällen in Erscheinung treten. Das sind dann solche Prämissen wie das Recht muss Leben erlauben oder die physikalischen und chemischen Naturgesetze gelten. Normalerweise muss man sowas nicht extra erwähnen, aber wenn es dann doch passiert, werde ich das machen. Das Naturrecht ist ein Konstrukt, mit dem versucht wird, die wissenschaftlich richtige Art von Recht zu ermitteln. Leider gibt es dafür keine Messgeräte, so wie in Physik, Chemie, in den anderen Wissenschaften. Man muss mit einer anderen Methode arbeiten, man muss argumentieren. Das ist jetzt allerdings nicht allzu schlimm, denn auch jeder, der widerspricht, der hat auch keine anderen wissenschaftlichen Methoden zur Verfügung, der muss ebenfalls auf das Mittel der Argumentation zurückgreifen. Wer sich näher über die wissenschaftliche Gültigkeit von Erkenntnisgewinnen mit Hilfe von Aussagen über Argumentationen informieren möchte, dem möchte ich das Stichwort a priori der Argumentation mit auf den Weg geben. Da kann man sich dann wirklich in das ganze Thema einlesen. Wir arbeiten hier jetzt mit dem Grundsatz, dass wir Aussagen suchen, die vernünftigerweise nicht verneint werden können. Die erste dieser Aussagen ist, ich existiere. Jemand, der behauptet, ich existiere nicht, der hat schon mal ein Problem. Wer hat das dann behauptet? Derjenige, der diese Behauptung aufstellt, der begeht einen performativen Widerspruch. Das heißt, er macht etwas, was er seiner eigenen Aussage gar nicht machen kann. Und jemand, der weiter auf diese Aussage beharrt, also immer wieder sagt, ja, wir existieren nicht, er existiert nicht, da werde ich immer wieder fragen, ja, wer sagt es dann? Kann jemand, der nicht existiert, behaupten, dass er nicht existiert? Er wird aus diesem performativen Widerspruch einfach nicht rauskommen. Und das ist im Grunde auch schon der Beweis, dass die Aussage, ich existiere nicht, falsch ist. Und damit ist die ursprüngliche Aussage, ich existiere, als hinreichend wahr bewiesen. Ich sage jetzt absichtlich hinreichend wahr, denn genau genommen ist der Beweis, dass die Verneinung einer Aussage falsch ist, noch kein Beweis, dass deswegen die ursprüngliche Aussage wahr sein muss. Es gibt die Möglichkeit, dass irgendwann doch noch jemand mit einer Verneinung dieser ursprünglichen Aussage daherkommt und dann wäre tatsächlich die ursprüngliche Aussage widerlegt. Bislang ist das jedoch nicht passiert und es ist auch nicht zu erwarten, dass das allzu schnell passiert. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass die Aussage, ich existiere, nicht falsch ist. Wenn wir jetzt also akzeptieren, dass wir existieren, ergibt sich daraus bereits eine weitere Frage. Gibt uns die Tatsache, dass wir existieren, das Recht, frei über unseren Körper zu verfügen? Auch da gehen wir wieder nach der Frage der Verneinung. Jemand, der behauptet, nein, wir dürfen nicht frei über unseren Körper verfügen, begeht damit schon wieder einen performativen Widerspruch. Denn hat er nicht gerade frei über seinen Körper verfügt, indem er gesagt hat, nein, wir dürfen das nicht tun? Oder hat er irgendjemanden um Erlaubnis gefragt, dass er das tun darf? Allein das zeigt, jeder hält es automatisch für legitim,
ohne irgendjemanden zu fragen, über seinen Körper zu verfügen. Und es bleibt, wenn er diese Behauptung aufrechterhält, immer der innere Widerspruch zwischen Aussage und Tun. Wir haben auch eine zweite Möglichkeit zu beweisen, dass wir über unseren Körper verfügen dürfen. Denn es gäbe ja nur zwei abweichende Möglichkeiten. Entweder es ist jemand anderer, der über unseren Körper verfügt. Wir wären also Sklave eines anderen. Ein Sklave müsste theoretisch, wenn er rechtskonform handeln möchte, den eigentlichen Eigentümer des Körpers bei jeder Handlung fragen, ob er das tun darf und müsste gehorchen, ansonsten würde er einen Rechtsbruch begehen. Eigentümer sein bedeutet jedoch auch, eine Sache, ein Objekt zerstören zu dürfen, wenn man das für sinnvoll erachtet. Und das ist hier gerade nicht der Fall. Wir haben gesagt, Recht muss Überleben erlauben. Wenn jetzt also ein vermeintlicher Eigentümer eines Körpers sagt, nein, du darfst jetzt deine Lungen nicht mehr verwenden, um zu atmen, würde man sterben. Der Körper würde zerstört werden. Und das darf niemand verlangen. Und damit ist aber die Definition von Eigentum bereits gebrochen. Ein Eigentümer, jemand, der wirklich Eigentümer wäre, dürfte das. Er darf es nicht, damit ist bewiesen, es ist nicht möglich, dass jemand anderer Eigentümer meines Körpers sein kann. Es gäbe jetzt noch die zweite Möglichkeit. Eine Gruppe von Menschen ist Eigentümer meines Körpers, wo ich auch dazugehöre. Es bleibt das Problem das gleiche. Wenn ich etwas tue, müsste ich dann jedes Mal alle Mitglieder dieser Gruppe fragen, ob ich das tun darf. Und auch jedes einzelne Mitglied dieser Gruppe darf nicht Nein sagen, wenn es um Fragen des Überlebens geht. Damit sind auch alle Mitglieder einer Gruppe unmöglich Eigentümer des Körpers, sondern es kommt wieder raus, es ist kein Eigentumsverhältnis über den eigenen Körper möglich, außer ich selber bin Eigentümer meines Körpers. Die Aussage, wir dürfen also frei und ohne Zustimmung eines anderen über unseren Körper verfügen, ist wahr. Diese Aussage ist wiederum nichts anderes als die Aussage, wir sind Eigentümer unseres eigenen Körpers. Damit existiert bereits Eigentum, auch wenn es vorläufig nur für den eigenen Körper gilt. Immerhin, es gilt, existiert Eigentum. Hier eine kurze Erläuterung, wie im Naturrecht Eigentum verstanden wird. Absolut. Mein Körper gehört mir, und zwar ohne Einschränkungen und absolut. Eigentum ist das ultimative Meins, nicht nur beim Körper, sondern auch bei Gegenständen. Dieser Eigentumsbegriff ist wirklich radikal. Bezieht sich allerdings nur auf die physikalische Integrität von Objekten, nicht auf solche ideellen Dinge wie Wert eines Gegenstandes, eines Objekts oder emotionale Beziehung zu einem Objekt. Eigentum hat man nur auf das unbeschädigt lassen oder das eigenmächtige Zerstören eines Objekts, nicht darauf, dass der Wert erhalten wird, zum Beispiel. Warum das so ist und warum es auch nicht anders sein kann, werden wir in einem späteren Beitrag noch näher erläutern. Das Eigentumsthema ist derart groß, dass das hier so nebenbei nicht ausführlich und erschöpfend erklärt werden kann. Wir begnügen uns diesmal einfach damit, es existiert Eigentum, denn das ist eine der Grundlagen des Naturrechts. Wir haben festgestellt, wir verfügen alleine über unseren Körper. Und wir stellen aber auch fest, es gibt mehrere Menschen auf der Welt. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Daraus ergeben sich bereits mehrere Forderungen. Da jeder andere Mensch ebenfalls das gleiche Recht am eigenen Körper hat, ergibt sich daraus bereits die Grenze des eigenen Rechts. Das ist die Rechtssphäre jedes anderen Menschen. Und weiters, die Tatsache, dass jeder Mensch das gleiche Recht am eigenen Körper hat, bedeutet die Gleichheit vor dem Recht. Niemand kann aufgrund seiner Körperlichkeit
irgendeine privilegierte Position in Bezug auf das Recht für sich beanspruchen. Niemand hat einen besseren Körper, der einem mehr Rechte gewähren kann. Das heißt, die Gleichheit vor dem Recht ist eine zwingende Norm. Jede Abkehr von diesem Grundprinzip erzeugt automatisch falsches Recht, ist automatisch Unrecht. Die nächste Prämisse: Das Bestimmen von Recht ist zwingend notwendig und es ist die erste Aufgabe des Rechts, der Konfliktvermeidung dienlich zu sein. Genau genommen ist diese Prämisse bereits eine Ableitung der ersten Prämisse. Wir verwenden es trotzdem als zweite Prämisse, weil es später fürs Erkennen von Naturrecht unglaublich praktisch ist. Wenn man weiß, aha, diese Sache, diese Norm ist der Konfliktvermeidung nicht dienlich, dann können wir sehr leicht erkennen, ob ein Recht wahres Recht ist oder falsches Recht ist. Jetzt müssen wir ein bisschen näher erläutern, warum jetzt plötzlich diese Konfliktvermeidungssache so wichtig ist. Wir wissen bereits, jeder ist Eigentümer seines eigenen Körpers. Wir wissen auch, wir sind nicht alleine auf der Welt. Und es gibt auch Güter, die nicht unbegrenzt vorhanden sind, die also knapp sind. Allein schon der Platz, auf dem jemand steht, kann nicht von zwei Menschen gleichzeitig eingenommen werden. Selbst in einem vorgestellten Garten Eden, wo es keinerlei materielle Knappheit gibt, muss man sich trotzdem irgendwie darauf einigen, wer wo stehen darf. Auch da braucht es bereits grundsätzliche Regeln. Und außerhalb dieses Paradieses, im Reich der Knappheit, in der Realität, muss es natürlich noch viel mehr Regeln geben, die genau regeln alle Situationen, wo Knappheit im Spiel ist. Wer darf den Apfelbaum benutzen? Wer darf ernten und wer nicht? Wir müssen hier ein bisschen näher auf die Definition Konflikt bzw. Konfliktvermeidung eingehen. Das deutsche Wort Konflikt beinhaltet hier zu viel. Wenn wir sagen Konfliktvermeidung, dann meinen wir Konfliktvermeidung in Bezug auf materiell knappe Güter. Wir meinen nicht Konfliktvermeidung bei ideellen Dingen, nicht bei solchen Dingen wie Streit, Spielregeln, Emotionen, Ideen, Sitten, soziale Etikette. Das sind auch alles Konfliktquellen, die sind allerdings nicht Thema des Naturrechts. In vielen Fällen ist es auch gar nicht sinnvoll, Dispute zu vermeiden. Solche Sachen bringen die Menschheit ja auch weiter. Zurück zur Begründung des Naturrechts. Allein die Tatsache, dass es knappe Güter gibt, birgt also Konfliktpotenzial. Das ist jetzt grundsätzlich noch nichts Böses, das ist halt einfach die Realität unserer Welt. Wir müssen irgendwie entscheiden, nach welchen Regeln diese Konflikte vermieden und geregelt werden können, indem wir ein Recht finden, das Antworten auf diese Konfliktfragen liefert. Und zwar wahre Antworten. Und zu diesem Zweck ist Recht zwingend notwendig. Und weil das Recht, wie gesagt, nicht beliebig sein darf, sondern sich der Zweck aus dem Wesen der Knappheit begründet, kann man nur solche Regeln als gültig anerkennen, die mit allen Prämissen des Naturrechts in Einklang stehen. Alle Regeln, die diesen Prämissen entgegenstehen, sind automatisch falsches Recht. Wir haben jetzt also gezeigt, Recht ist zwingend notwendig, da wo es knappe Güter gibt. Das Recht soll der Konfliktvermeidung in Bezug auf materiell knappe Güter dienlich sein. Eigentum existiert und wir sind Eigentümer über unseren eigenen Körper. Damit ist das Naturrecht gültig. Es wurde gezeigt, dass diesen vier Aussagen rational nicht widersprochen werden kann. Die vier Grundaussagen dienen als Grundlagen für konkrete Ableitungen und Aussagen zu rechtlichen Fragen. Und eben weil diese Aussagen rational als wahr hergeleitet worden sind, folgt, dass rechtliche Regeln, die diesen Aussagen widersprechen, falsch sein müssen. Falsch ist noch untertrieben. Rechtliche Regeln, die auch nur einer dieser vier Aussagen entgegenstehen, sind rechtswidrig. Danke.